Leute, die Schüler-VZ-Sofa-Tour über den Dächern von Aschaffenburg. Aschaffenburg scheint sehr, sehr schön zu sein und super nette Leute haben uns hier abgeholt und mit uns irgendwie einen ziemlich guten Tag gehabt. Wir haben eine ganze Menge Rekorde aufgestellt, muss man mal sagen. Zum Beispiel schon 3 Räder geschrottet. Was sonst noch passiert ist, könnt ihr erstmal hier sehen. Jetzt soll ein Sofa-Tour-Rekord geknackt werden. Bisher hatten wir läppische 14 Leute gleichzeitig auf der Couch. Da muss mehr gehen. Diese motivierten Aschaffenburger machen sich jetzt bereit, den Sofa-Tour-Rekord zu knacken. Okay, Leute. Neuer Rekord 26. Das ist Minhai. Wir haben gehört, du kannst eine ganze Menge Sachen. Erzähl mal ein bisschen was. Was sind so deine Hobbys? Also ich spiele gerne Fußball, singe und ja, mit Freunden rausgehen. Da kommt ein Auto. Cut. Welche Klasse bist du denn? Ich bin in der 6. An welcher Schule? Friedrich-Dessler-Gymnasium. Und sind die nett? Fördern die wenigstens deine reichhaltigen Talente? Naja, es geht. Okay, aber machst du uns jetzt was vor von dem, was Klar, du so kannst? Okay. I just wanna show who you are. You should let me love you. Let me be the one to give you everything you want and need. Oh baby, good love and protection. Make me a selection. Show you the way love's supposed to be. Baby, you Es ist wie AIDA Club Urlaub. Na, wie sind wir hier hochgekommen, fragt ihr euch? Es gibt Leute, die sollen Fahrstühle benutzen oder Treppen oder sowas. Langweilig. Es gibt spektakulärere Wege, auf das Dach des Parkhauses zu gelangen. Aber don't try this at home. Abgehst, erklär uns bitte, wie heißt das Spiel und was ist dessen Ziel? Okay, das Ding heißt Sport Stacking und es geht eben darum, eine bestimmte Anzahl von Bechern in einer möglichst guten Zeit auf und wieder abzubauen. Okay, und in deiner Altersklasse bist du Deutschland, Europa und Weltmeister? Ja. Okay. Wir haben einen Weltmeister auf dem Sofa, endlich. Und kannst du dazwischendurch vielleicht mal erklären, was zum Beispiel ist das? Genau, das ist eine Uhr, mit der kann man stoppen eben die Zeit. Wenn man drauf geht, fängt sie an zu laufen. Sobald man wieder drauf geht, hört es dann auf und danach wird die Zeit gemessen. Ja. Das ist die Matte, die ist extra so, dass die Becher gut rutschen und das nicht so laut ist. Und das sind die Becher, die haben Löcher drin. Und damit geht das halt relativ gut. Ah,
Also das Schüler-VZ wird noch verknackt am Ende von der Aktion hier. Illegales Glücksspiel, beinahe. Die Sache mit der Couch, mit dem Parkhaus. Und jetzt der Security-Typ hier. Naja, wir sind auch in Bayern, was soll man erwarten, ehrlich gesagt. Sicherheit wird groß geschrieben. Und deswegen seid ihr auf jeden Fall auf der sicheren Seite, wenn ihr bei der nächsten Station wieder dabei seid. Haus der Keule.